Guten Morgen, ich werde heute ein Turnier-FMA machen. Das heißt, ich werde heute Morgen das ganze Turnier filmen und danach werden wir noch weiter filmen, je nachdem, was wir vorhaben. Sprich, ich werde vielleicht noch Josie reiten. Kommt auf meine Motivation nachher drauf an. Hier ist auch schon der Hänger gepackt. Den gehe ich jetzt nochmal durch, um zu schauen, ob alles drin ist, was ich auch brauche. Wir holen gleich Lucky raus. Erstmal fütter ich die Pferde, klar. Dann hole ich Lucky raus, putze ihn nochmal kurz über und dann verladen wir, fahren auch direkt zum Turnier. Gestern waren wir auch schon auf dem Turnier, aber nicht zum Reiten, sondern ich habe sie einfach mal drüber geführt, damit sie mal die Werbebanner und alles nochmal gesehen hat. Einfach, damit sie jetzt diesmal entspannter ist. Sie war auch gestern schon entspannter. Hoffen wir, dass es heute auch so bleibt. Ja, heute Mittag werde ich vielleicht noch Josie reiten, kommt auf meine Motivation drauf an. Wir werden dann je nachdem halt so viel filmen wie geht, also filmen auf dem Turnier ist kein Problem. Das werden wir jetzt also auch tun. Ja, ich habe die Ranch Riding, die Western, als erstes starte ich mit der Western Horsemanship, dann die Western Pleasure und dann die Ranch Riding. Ich bin echt mal gespannt, wie es wird. Es sind bei der Western Horsemanship 10 Teilnehmer. Ich gehe davon aus, dass wir nicht platziert sein werden, weil wir einfach mit dieser Pattern einfach unsere Probleme haben, aus der Ecke kehrt zu galoppieren. Beziehungsweise so eine ganz enge Rechtskurve. Und die ist sehr, sehr eng. Und da haben wir einfach, ja, sie fällt mir da jedes Mal aus. Bei der Pleasure glaube ich jetzt nicht, dass es großes Problem geben wird. Und bei der Ranch Riding, gestern ist sie super über Stangen gegangen. Wir werden sehen, wie sie heute über Stangen geht. Aber ich denke, das kriegen wir auch eigentlich alles hin. Da auf jeden Fall der Platz dort, die Showarena größer ist, wie dieses Plätzchen hier. Also das hier ist ja echt extrem eng. Ne, da zeige ich euch jetzt gerade mal. Hier muss sie dann so galoppieren und also sie kommt von hier, galopp, galoppiert so und dann wieder diagonal und bei dem Hütchen müssen wir dann durchparieren und dann da hinten nochmal. Also einmal, vor allem es ist halt, weil das halt so kurz ist, so, ja, ihr versteht, was ich meine. Es ist sehr eng in meinen Augen. So, jetzt werde ich erstmal nochmal alles durchgucken, dass ich auch alles habe, was ich brauche und dann sehen wir uns auf dem Turnier wieder. Thank you.
So, nachdem ich heute Mittag das Video geschnitten habe,
und festgestellt habe, dass nach dem Western-Turnier der Ton nicht mehr ging, kann ich das Ganze nochmal drehen. Ja, das Fazit war, ich habe zu dem Zeitpunkt gesagt, dass die Lucky im Außengalopp war bei der Western Horsemanship, nachdem ich aber auch das Video gesehen habe, habe ich festgestellt, sie war im richtigen Galopp und ich war der Meinung, sie wäre im Außengalopp gewesen. Ja, das heißt, mein Fehler. Sonst hätten wir das wahrscheinlich deutlich besser hinbekommen. Dadurch, dass sie ja richtig angaloppiert ist, ich sie aber durchpariert habe und nochmal angaloppiert habe, hat sie sich gedacht, von wegen, was willst du von mir? Jetzt galoppiere ich nicht an. War ihr recht, ist okay, ich akzeptiere das. Es ging halt komplett auf meine Kappe und ich denke, alles andere hätten wir dann doch besser gemeistert, weil danach war sie so von wegen, du hast mich jetzt so außer Konzept gebracht, ich habe keinen Bock mehr. Nun ja, ist so. Wir haben dann an dem Samstag auch gar nichts mehr gemacht, dadurch, dass ich so am Piep war. Nachdem ich so kaputt war, hatte ich keine Lust mehr. Meine Reitbeteiligungen sind geritten. Und danach sind wir dann auch relativ schnell nach Hause auf die Couch, haben gechillt. Ja. Sonntags war dasselbe, da war es einfach so warm. Lucky hatte eh frei und meine zwei Reitbeteiligungen kamen ja sonntags wieder. Das heißt, die zwei haben dann Moritz und Josie gemacht. Ja, dann habe ich am Montag longiert und da habe ich nochmal einen Ausschnitt. Und auch da danach, warum auch immer, nachdem ich dann das Schlussvideo, den Abspann drehen wollte, ging auch da der Ton nicht mehr. Wahrscheinlich werde ich jetzt wieder das Video drehen müssen. Das heißt, das Video wird ja noch später kommen, als eh schon kommt. Weil wahrscheinlich der Ton wieder nicht geht. Das sehe ich aber erst, wenn ich zu Hause bin und es dann hochgeladen habe. Auf jeden Fall habe ich da noch gesagt, dass ich nur 20 Minuten, 30 Minuten mit Lucky was an der Longe gemacht habe, weil dann die ganzen Krüppelmücken kamen und selbst mich gestochen haben. Und ich verstehe, warum die Pferde ausflippen. Das war das, was ich so gesagt habe, was ich mich noch daran erinnern kann. Und dann habe ich gesagt, dass ich eine Creme verwende. Und zwar die Willig-Marke von DM, die Babylove Wundschutzcreme heißt die. Müsste ich nochmal gucken, beziehungsweise ich gucke, wie weit ich da Videos einblenden kann, weil ich habe es euch gezeigt. Hab nämlich auch die Lucky ihre Euter eingeschmiert und am Hals, weil da wohnen halt die ganzen Mücken sitzen und es hebt so 3 Tage. Bei Josie habe ich die Schweifrübe eingeschmiert und auch die Euter. Und auch da, klar, sie hat sich weiterhin geschuppert, wenn es juckt, dann juckt es, logisch. Aber ich empfinde, es ist besser geworden. Ich müsste halt, ja, häufiger eincremen. Aber nein, ich vergesse es. Ja, das war eigentlich soweit das, was ich euch mitteilen wollte. Ich habe mir ein neues Gebiss gekauft, ein Billy Allen Gebiss, ein normales, also ohne Shanks, und da werde ich auch noch ein Video drüber machen. Nur so viel dazu.
das ist die Babylove Wundschutzcreme. Und da sieht man. Und hier sieht man auch wieder das ganze Mückenzeug hier überall. Und das werde ich jetzt einschmieren hier am Hals. Sieht man auch. Das ist alles von den Krippelmücken. Das juckt, wie man sieht, die genießt es richtig. Hier hocken sie auch schon wieder, ne? So, ich habe jetzt nur die Stellen eingerieben, wo auch das ganze Viehzeug sitzt. Das heißt hier alles. Ihren Hals. Weil hier hat man ja auch die Pusteln gesehen von den Krippelmücken. Dann hier. Ja, sie ist jetzt gut eingeschmiert. So, bei Josie habe ich jetzt den Schweif gemacht. Sieht jetzt ulkig aus, dass er hinten so weiß ist und halt unten auch die Euter. Ja, das war's auch schon und bis zum nächsten Mal. Tschüss!